lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich nehme euch heute wieder live mit zu IKEA. Wir shoppen gemeinsam. Wir schauen, was es Neues gibt. Ich will euch ganz viele Neuheiten zeigen. Ich bin auch auf der Suche nach den neuen Herbstprodukten bei IKEA für Herbst 2021. Also seid gespannt. Ich bin selber gespannt, was ich heute alles so Herbstliches entdecken werde. Wir wollen heute unter anderem auch ein paar Möbel anschauen und wieder solche einzelnen Wohnideen ein. Einfach, weil wer es nicht mitbekommen hat, wir bauen ein Haus. Da nehme ich euch auch mit in meinen Vlogs. Die Hausbau-Vlog-Playlist verlinke ich euch auch gerne mal unten in der Infobox. Da ist auf jeden Fall richtig spannend. Und wie gesagt, wir nehmen euch da mit auf unsere Reise zu unserem eigenen Traumhaus. Wenn euch solche Shopping-Vlogs interessieren, die drehe ich nämlich regelmäßig für euch. Ich bin jeden Monat im Action unterwegs. Ich habe euch auch die Neuheiten für Herbst 2021 bei Action schon abgedreht. Das Video verlinke ich auch gerne mal unten in der Infobox, da habe ich so tolle Dinge auch gefunden. Ja, ansonsten nehme ich euch ganz oft eben mit in den verschiedensten Geschäften, wie DM auch oder Teddy. Ich würde mich auf jeden Fall riesig über ein Abo freuen. Bevor es aber losgeht mit dem Video, habe ich natürlich wie in jedem Video von mir eine Videofrage an euch. Und da würde mich heute interessieren, wo ihr am allerliebsten eure Deko kauft. Also schreibt mir die Läden doch gerne mal unten in die Kommentare. Ja, dann würde ich sagen, wir starten direkt mit meinem IKEA-Vlog. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. So, wir sind in unserem IKEA angekommen. So sieht das bei uns aus, wenn man reinkommt. Wir schauen jetzt erstmal oben rum bei den Wohnideen. Hier sieht man schon mal eine Küche, die ist schwarz mit Holz. Dann finde ich, sieht dieses Schlafzimmer total herbstlich aus mit diesen Holzbrettern. Hier geht es weiter, finde ich, mit der herbstlichen Einrichtung, mit den Kissen und auch mit der dunkelgrünen Wandfarbe. Hier habe ich was ganz Schönes, finde ich, entdeckt. Das ist der letzte Übertopf. Ich finde den echt super schön. In beige für 5,99 €. Dann haben wir hier neue Kissenhüllen. In olivfarben für 3,99 €. So sieht das dann aus. Hier habe ich eine weiße Decke für 7,99 € entdeckt mit Franzen und daneben gibt es dann auch weitere Kissenhüllen für 3,99 €. Und hier, oh mein Gott Leute, wie schön ist diese Tasse, die gibt es neu für 2,49 €. Ich finde, die sieht total herbstlich aus, echt super schön. Ja, und daneben gibt es dann solche Isolierflaschen in beige für 5,99 €. Diesen Sessel gibt es ja schon länger, aber hier gibt es drei neue Formen oder Bezüge auch. Hier einmal in beige in einem Kordstoff, den finde ich ja auch super schön. Der ist neu, daneben auch gelb und dunkelblau. Dann habe ich hier auch eine neue beige Couch entdeckt, die ist ziemlich klein. Kostet aber auch nur 179 €. Kann ich mir auch schön im Eingangsbereich oder so vorstellen. Hier haben wir den ganzen Sideboards. Von Vesta gibt es auch ein neues Design. Diese Kommode kostet 253 € in schwarz und ja, grau-olivfarben mit schwarzen Griffen. Dann gibt es hier auch Stuhlbeine neu für das Vesta-System. Zwei Stück für 10 €. In rosa, gelb und hier hinten sehe ich auch noch einen Beige-Ton. Das ist aber der letzte, glaube ich. Weiter geht es. Hier gibt es diese neue Kommode für 120 € in Grau. Und das, finde ich, sieht auch schön aus. In einem Dunkelgrün ist irgendwie einfach herbstlich, finde ich. Tischdeko gefällt mir auch immer so gut. Hier gibt es bei IKEA auch immer ganz viele Inspirationen. Dann geht es jetzt weiter zu den Tischen und Stühlen. Ach, da hinten habe ich was Neues entdeckt. Ich schaue mal schnell dorthin mit euch. Und zwar diesen Servierwagen gibt es jetzt auch neu in dem kleineren Format. Schaut mal, daneben ist der große, den gibt es schon länger. Der kostet 39,99 €. Und der kleine, genau, der ist neu. Der kostet 29,99 €. Vielleicht auch ganz cool zu wissen, die sind sehr, sehr praktisch. Hier könnt ihr auch den Unterschied erkennen von der Größe. Hier gibt es dann auch nochmal einen anderen Servierwagen in weiß mit so einem Schneidebrett, Holzbrett obendrauf. Kann man auch gut für die Küche verwenden. Innen drin kann man was reinmachen natürlich. Und mit diesem Schneidebrett kann man irgendwie seine Arbeitsfläche in der Küche zum Beispiel auch erweitern, wenn man eine kleine Küche hat. Hier gibt es dann auch einen in olivfarben. Das ist der kleine. Den finde ich auch sehr, sehr schön. Die Farbe vor allem. Hier gleich habe ich neue Barhocker entdeckt.
Die sind neu in schwarz-matt. Hier von vorne einmal der kleine für 12 Euro und der größere für 14, auch super günstig. Ein Smoothie habe ich entdeckt für 1,79 in grün. Mal schauen, was da alles drin ist. Apfel, Birne, Ingwer und Hafer. Der klingt ja mal interessant. Dieses Wandbrett, nenne ich das jetzt mal, kann man auch so vielseitig einsetzen. Schaut mal hier sogar als Trennwand. Finde ich auch sehr praktisch. Hier gibt es wieder einen schön gestalteten Essplatz mit dem Tisch. Und hier oben mit Blumen dekoriert. Den Tisch finde ich auch voll schön, von der Farbe und von der Größe. Und hier die herbstliche Deko. Und diese Stühle gibt es auch neu in blau-weiß gestreift. Die machen sich auch voll toll hier, auch mit diesen blauen Kissen. Dann haben wir hier dieses Vorratsglas. Das hat vorher 3,99 € gekostet und das gibt es jetzt für 1,99 €. Richtig cool. Und das kann man, finde ich, auch ganz cool für die Organisation verwenden, zum Beispiel im Hauswirtschaftsraum. Da blende ich euch mal ein Bild ein. Hier ein neuer Schreibtischstuhl in beige. Finde ich ja mal richtig cool, die Farbe. Und zwar kostet der 70 Euro. Ja, den finde ich echt schick für das Büro oder für das Arbeitszimmer. Hier gibt es dann weitere Tische, aber auch ganz, ganz viele Schreibtischstühle. Also hier wird man bestimmt fündig, wenn man einen sucht. Den beigen fand ich echt hübsch. Dann geht es hier weiter. Wir kommen jetzt, glaube ich, gleich zu den Matratzen und zu den Betten. Genau. Ach, ich bin schon gespannt auf die Herbstdeko. Die kommt auf jeden Fall noch. Ein neues Bett habe ich entdeckt für nur 149 Euro. Das ist ein Boxspringbett in Grau. Schaut mal, wie günstig das ist. Das ist 1,40 Meter auf 2 Meter breit in so einem hellgrauen Bezug. Wenn man die Größe braucht, dann kann man hier echt einiges sparen. Boxspringbetten sind ja so teuer. Hier ein weiteres Bett. Ich finde diesen Raum sowieso so toll gestaltet, aber auch diese Zimmeraufteilung. Man geht aus dem Schlafzimmer direkt in die Ankleide. Das ist echt ein Mädchentraum, oder? Wie schön einfach. Oh, ich liebe ja sowas. Hier hinten gibt es dann auch noch einen Schminktisch. Und das trennt sozusagen ein bisschen das Schlafzimmer ab. Na, da bin ich. Das System hier, auch eine coole Geschichte. Und dann geht es halt einfach direkt weiter in das Bad. So sieht das hier aus. Finde ich auch voll schön. Hier zwei Waschbecken, eine Badewanne. Ganz wichtig, so eine Handtuchheizung. Und dann hier die Dusche. Wow, richtig toll, oder? Weiter geht es schon zu den Kommoden. Bin ich mal gespannt. Diesen weißen Kleidersack mit den Punkten, den will ich unbedingt haben. Der ist nämlich total günstig und auf Pinterest gab es da so coole Organisationsideen. Zum Beispiel Dekokränze oder auch Geschenkpapierrollen kann man dort auch bewahren. Die sind dann gleichzeitig auch vor dem Staub geschützt. Hier gibt es dann solche Körbe mit Bambusdeckel. Der kostet jetzt 19,99 €, aber der ist auch echt groß. In braun-beige. Ach, hier gibt es dann noch eine andere Größe, ein bisschen platter, für 12,99 €. Und dann hier nochmal eine größere für 24,99 €. Da passt aber auch echt viel rein. Das System oder die Körbe heißt Rabbler. So, weiter geht es mit der Organisation. Hier gibt es auch so tolle Fächer, Einlege. Wie nennt man das? Boxen? Skumba heißen die. Gibt es auch in ganz, ganz vielen verschiedenen Größen. Das sollte für jede Kommode und Schrank was dabei sein. Die Malenkommode ist dieses Jahr auch günstiger. Von 89,99 € ist die auf 79,99 € runtergesetzt. Auch ganz cool zu wissen. Dann haben wir hier dieses Nordli-System. Gibt es auch ganz viele Kommoden, die man individuell zusammenstellen kann. Ich blende euch mal ein Bild ein von einer Garderobe. Sieht auch so, so toll aus. Also falls ihr da Inspirationen braucht, finde ich, ist das System echt klasse. Hier gibt es Schubläden, kleine, größere, also auch alles. Hier dann so eine ganz, ganz hohe, passt auch viel rein. Wie zum Beispiel Schals oder Mützen.
durch die Kinderabteilung geht es jetzt. Schaut mal, wie süß ist dieses Kissen. Och, mit einem Elefant und Pompons. Dann gibt es hier neue Bettwäsche. Weiß mit den Herzen. Oh, wie niedlich ist die bitte. Die gibt es auch neu und kostet 9,99 €. Und daneben, die ist auch neu. Und dann gibt es hier auch ganz viel Auswahl an so Kinderbettwäschen. Jetzt geht es auch schon nach unten zu dem ganzen Kleinkram und zur Deko. Ach, ich freue mich schon so. Ich finde, das ist der beste Teil an IKEA. Da findet man einfach immer was, oder? Hier gibt es schon mal Kissen in Fremdgelb. Die sehen auch herzlich aus in Schwarz. Die kosten je 6,99 €, neuer niedriger Preis. Früher haben die 7,99 € gekostet. Letzte Chance, und zwar gibt es hier diese Fächer für die Kallax-Regale. Auch reduziert mit dem Blumendesign. Ich finde, das sieht auch voll herbstlich aus. Auf jeden Fall sind die von 4,99 € auf noch 2,99 € runtergesetzt. So sieht das Muster aus, schaut mal. Hier habe ich schon wieder was Herbstliches gespottet, und zwar solche Kinderbackmützen. Hier einmal 2,99 €, steht eigentlich Winter 2021. Aber guckt mal, da ist ein Fuchs drauf und ein Reh und Grünzeug. Also ich finde, das geht auch noch für den Herbst durch. Kostet 2,99 €. Daneben gibt es auch die passende Kinderschürze. Ist ja auch süß, oder? Die kostet 3,99 €. Und hier könnt ihr die ausgepackt sehen. Oh, mit einem Bär auch drauf. Wieder was im Sale, und zwar gibt es hier diese Ofenform für 4,79 € anstatt 5,99 €. Ich finde, die sieht echt schlicht und schön aus. Küchenutensilien und auch Küchenzubehör haben wir hier. Ich mag das ja total gerne, hier einfach durchzuschauen. Hier habe ich ein Set für 1 € nur gefunden, in Schwarz. Ein dreiteiliges Set. Guck mal, 1 €. Pfannenwender, Servierzange und so ein Löffel ist dabei. Das ist wieder reduziert. Ein Nussknacker, auch passend für den Herbst. Anstatt 3,49 € nur noch für 2 €. Schaut mal, der sieht doch gar nicht schlecht aus. Für 99 Cent gibt es hier so Teigschaber. Jetzt beginnt ja auch wieder die Zeit, in der man vielleicht mehr backt oder auch Plätzchen backt. Hier gibt es dann auch ja noch weitere Teigschaber für 99 Cent. So, wir gucken jetzt mal hier lang. Ganz viele Ofenformen und Backformen haben wir hier. Da gibt es wieder was Reduziertes. 2 kleine Backformen für 3,49 € anstatt 4,99 €. Also reduzierte Teile gibt es hier auch noch, aktuell bei IKEA. Weiter geht es mit Backutensilien. Hier habe ich ein Nudelholz gefunden. Wie viel kostet das? 2,99 €. Auch recht günstig. Ich freue mich ja schon, wenn es wieder ans Backen geht. Hier habe ich ein Backrahmen entdeckt. Der ist verstellbar aus Edelstahl für 4,99 €. Der sieht so aus, der hat eben verschiedene, ja, Platten, nenne ich das jetzt einfach mal. Hier sieht man dann, wie der aussieht. Den kann man eben beliebig zusammenstecken. Hier habe ich ein Set mit Teigschabern entdeckt. Die sind auch neu in grün und weiß und auch ein kleiner und ein größerer für 3,99 €. Ach schaut, das ist schon für Winter 2021. Also so ein Video werde ich auch noch drehen. Hier geht es weiter mit schon Ausstechformen, aber das sind ja auch herbstliche Blätter drinnen, also zählt das auch für den Herbst, würde ich sagen. Das ist ein 6er Förmchen-Set und die kosten 3,99 €. Aber wie gesagt, ich werde euch auch für Winter einen eigenen Vlog bei IKEA drehen. Bin ich auch schon sehr gespannt. Ich liebe ja Weihnachten und den Winter. Hier haben wir so eine Backrost, nennt man das so? Ja, für 4,99 €. Darauf kann man dann die fertigen Plätzchen oder so draufstellen oder auch den Kuchen. Und so sieht das aus. Neu gibt es auch diese Lunchboxen aus Metall. Die haben einen beigen Deckel und sind aus Edelstahl. Die haben sogar 2 Lunchfächer.
perfekt für unterwegs oder für die Arbeit. Kostet 5,99 €. Daneben haben wir so neue Isolier-Trinkflaschen, auch aus Edelstahl für 3,99 € mit einem rosa Deckel oder auch mit einem beigen Deckel. Servietten habe ich hier gefunden, in dunkelgrün und auch ja, dunkelgelb. Diese Tischsets finde ich auch voll hübsch. Die haben so ein schwarzes Band mit eingearbeitet. Hier unten gibt es dann auch noch ganz einfache für 4,99 €. Tischsets, da ist was reduziert. Weiß-schwarz gestreift für 89 €. Mehr Servietten. Oh, ich liebe ja dieses Design. Da habe ich mir im Sommer schon welche mitgenommen und da werde ich mir jetzt nochmal eine Packung kaufen, weil die einfach so hübsch sind. Hier habe ich auch wieder was Neues entdeckt. Für 12,99 € gibt es so ein Servierständer, Tortenständer neu. Wie nennt man das? Ja, auf jeden Fall finde ich das richtig cool. Daneben gibt es diese Drehscheibe, auch wieder so ein Kuchenteller, der kostet 24,99 €. Und das Geniale daran ist, dass man den drehen kann. Wie praktisch ist das einfach? In Olivfarben habe ich hier eine Tasse gefunden. Finde ich auch sehr herbstlich, muss ich sagen. Ich mag die Farbe auch echt total gerne. Die kostet, in rosa gibt es die auch, für 1,49 €. Jetzt bin ich in der Tee-Ecke. Ich finde, wenn es draußen kälter ist, dann trinke ich auch immer viel lieber Tee oder sowas. Hier auf jeden Fall passend für die herbstlichen Tage eine Teekanne für 9,99 €, die große. Und dann gibt es hier auch die kleine. Ein Teesieb haben wir hier für 1,99 €. Dann richtig schöne Teegläser aus Glas. Oh, schaut mal, wie groß das ist. Also das finde ich echt super hübsch. In Glas, Transparenz, wie cool. Die kostet 2,49 €. Dann gibt es hier diesen gleichen Becher noch in Porzellan, in Weiß. Auch hübsch. Ich mag große Tassen. Ja, wie ihr gesehen habt, gibt es ganz viel Kissen, aber dieses Muster finde ich auch voll herbstlich und auch echt hübsch. Für 5,99 € ist das ein Kissenbezug. Hier gibt es nochmal welche mit ganz viel Blumen in herbstlichen Farben. Bei Decken bin ich jetzt hier letzte Chance. Die Decke ist reduziert auf 12,99 €, die graue. Dann gibt es diese Senfgelbe hier und eine, ja, grau-weiß karierte für 60 €. Daneben gibt es so eine wasserabweisende Decke für draußen. So, und jetzt habe ich auch die Herbstsachen gespottet. Und zwar gibt es hier erstmal so, ja, Kerzen in so Dosen für den Herbst. In Kupferfarben. Und die ist mit dem Duft Zimt und auch Zucker. Dann gibt es hier noch eine andere Kerzensorte in Silber und diese duftet nach Zeder und auch nach Magnolie. Diesen Kürbis habe ich auch gefunden aus Filzstoff. Den kann man sogar aufmachen. Der kostet 5,99 € und der hat einfach einen Reißverschluss. Also darin kann man Dinge verstauen. So sieht er dann aufgeklappt aus. Vielleicht ein paar Kleinigkeiten oder so.
Kunstfarben gibt es auch, so zum Dekorieren für 12,99 €. Dann hier weitere Kürbisse, so sehen die aus. Die gibt es in einem Dreier-Set in grau-weiß mit Struktur ein bisschen. Ich glaube, die sind aus Kunststoff, weil die so leicht sind. Eine herbstliche Lichterkette für 6,99 € gibt es auch neu jetzt im Sortiment in Kupferfarben mit so Perlen dran, die leuchten. So könnte man die dekorieren in eine Vase rein und vielleicht ja, Kunstblumen oder so drauf. Ich finde, das macht sich eigentlich auch ganz schick. Hier gibt es auch eine herbstliche Ecke mit Herbstfarben. Dann gibt es auch Geschirrtücher im Herbstlook und Farben. Schaut mal, wie orange, schwarz und auch beige und braun mit Gersten und Hafer und sowas. Getreide. Und hier gibt es auch neue herbstliche Servietten auch in diesem Muster. Mit diesen Gräsern und so, genau. Und dann gibt es auch noch diese neu, 30 Stück in einer Packung. Diese Geschirrtücher gibt es übrigens im Zweier-Set und die kosten 4,99 €. Zum Servieren gibt es dann hier auch solche Soßenschüsseln in so einem richtig schönen Farbton. Beige-grau irgendwie so. Kostet 7,99 € auf jeden Fall. Dann haben wir hier einen Bilderrahmen für 6,99 €, in dem so ein Farnblatt drinnen ist. Den kann man aufstellen oder aufhängen. Für 19,99 € gibt es hier dann eine bräunliche Decke. Da sind auch gar nicht mehr viel da. So sieht der Bilderrahmen aufgestellt aus und daneben ist auch der Farnkranz. Diese Geschirrtücher gibt es dann auch neu im Sortiment. Die habe ich noch gefunden. Diese zwei hier. Dann drunter ein Schneidebrett aus Holz oder auch ein Servierblatt oder für Käse oder so. Dann hier aus so Einmachflaschen, wenn man was einfüllt oder Likör oder so macht. Eine Vase in so einem Rauchgrau, die kostet 12,99 €. Dann habe ich hier auch eine richtig schöne beige Vase entdeckt für 9,99 €. Schaut mal, die finde ich echt voll hübsch, oder? Ich glaube, die Vase gibt es auch neu in dieser Farbe. Ansonsten gibt es die in rosa und weiß. Die Laternen, die riesigen Laternen haben mich auch richtig angelacht. Also ich finde die wirklich sowas von schick für draußen. Für die Terrasse oder den Balkon. Ja, da kostet eine 19,99 €. Ach, dann habe ich hier noch zwei schwarze Windlichter entdeckt. Einmal für 12,99 € und einmal das für 3,99 €. Das ist ja richtig günstig. Und das macht halt bestimmt auch richtig tolle Schatten. Hier gibt es ein Set mit LED-Kerzen für 7,99 €. Drei Stück sind da drinnen in weiß. Kerzen dürfen natürlich in der kalten Jahreszeit und auch im Herbst nicht fehlen. Daneben gibt es dieses Zweier-Set in rosa. Diese Windlichter für 7,99 € habe ich auch neu entdeckt in so einem Goldton für 7,99 €. Auch neu. Ach, und hier gibt es das gleiche auch noch in größer für 17,99 €. Jetzt kommen wir langsam in die Organisationsabteilung. Oh, ich liebe es ja, da rumzustöbern und neue Dinge zu entdecken. Dieser Korb mit Deckel ist auch neu in so einem Blauton. Der kostet auf jeden Fall 9,99 €. Daneben gibt es dann diesen Korb für 8,99 €. Der ist aus Seegras. Das ist ja auch hübsch angemalt. Ist nicht so langweilig wie nur das Holz. Dieser Korb ist auch neu. Der ist auch aus Seegras und der kostet 9,99 €. Ist ein bisschen grünlich. Diese Zeitschriften-Sammler wollte ich unbedingt mitnehmen. Da kosten zwei nämlich nur 50 Cent. Und da will ich meine Geschenktüten sortieren. Den Hack habe ich auf Pinterest gesehen und fand den so praktisch. Und das sind ja die echt perfekt, oder? Die sind so günstig, da werde ich mir jetzt mal ein paar mitnehmen. Ich denke mal so 5 Packungen, dann habe ich 10 Stück. Und die werde ich dann in Kategorien einteilen, wie in Ostergeschenktüten, Weihnachtsgeschenktüten oder für Geburtstage. Ah, da ist auch wieder dieser Kleidersack. Den will ich auch unbedingt haben. Der ist super günstig. Aber irgendwie
Den gibt es noch, aber der ist auch nicht mehr da. Die sind alle ausverkauft. Dieser mit den Punkten, da würden drei sogar nur 1,99 kosten. Oh Mann. Auf jeden Fall finde ich das auch ganz cool. Ist das eine neue Farbe? Gibt es da schon immer in Blau? Diese Container da für den Kleiderschrank? Solche Filzeinleger sind für den Kleiderschrank auch immer total praktisch. Darin kann man so viele Dinge organisieren wie Schals, Mützen, Socken, Unterwäsche, T-Shirts oder auch Pullis. Ach ja, die wollte ich auch noch unbedingt mitnehmen. Das ist so eine Schuhaufbewahrung. Die gibt es momentan ein bisschen günstiger mit der IKEA Family Karte. Anstatt 99 Cent für 80 Cent, das ist die Murvel Schuhaufbewahrung. So praktisch auch. Die Schuhe kann man übereinander stapeln. Auch sehr platzsparend für den Schuhschrank. Vor allem auch für Sneaker oder Turnschuhe, die ein bisschen breiter und ja, größer sind. Auf jeden Fall werde ich mir da mal ein paar mitnehmen, weil ich die auch ganz schön finde in so einem Grau. Geht immer. Und was wäre ein IKEA-Besuch ohne die IKEA-Zimtschnecken? Oh, die sind so lecker. Da nehmen wir immer ein paar mit. So, das war's jetzt mit meinem IKEA-Shopping-Vlog. Ich habe einige herbstliche Produkte und Dinge gefunden. Ich hoffe, euch hat dieses gefallen und ich konnte euch einfach einen Eindruck geben, was es momentan so bei IKEA gibt. Darunter waren auch ganz viele Neuheiten, die ich entdeckt habe. Richtig cool. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt doch dem gerne einen Daumen nach oben. Hinterlasst einen Kommentar oder abonniert meinen Kanal. Ich würde mich wirklich riesig darüber freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.